uns ist daran gelegen, eine genossenschaftliche Lösung zu finden, diese Kiezgemeinschaft hier zu erhalten, die wir haben, und für uns eine Wohnperspektive einfach zu haben. Liebe Nachbarinnen und Nachbarn, liebe andere interessierte und engagierte Menschen, super cool, vielen, vielen Dank, dass ihr alle hier seid und euch solidarisch mit uns zeigt, uns Öffentlichkeit gebt und so unterstützt. Ja, wer sind wir eigentlich? Wir sind die Bewohnerinnen und Bewohner der KK 7, der Karl-Kunger Straße 7, und wir sind alte Leute, junge Leute, es sind Familien mit Teenies, mit kleinen Kindern, Menschen aus ganz verschiedenen Nationen, Freiberufler, Kulturschaffende, und vor allen Dingen leben die allermeisten hier schon viele, viele Jahre, nicht wenige sogar Jahrzehnte. Und wir sind heute alle hier, um unser Zuhause vor der Teilungsversteigerung zu retten. Ganz kurz nochmal die Fakten. Wir haben vor circa 5 Wochen durch einen reinen Zufall von der Zwangsversteigerung dieses Hauses erfahren und wissen inzwischen, weil wir in Eigenregie uns zusammengesetzt haben, recherchiert haben, dass das Haus 5 Anteilseigentümer hat. Eine davon ist die Sala Grand, die kurz nachdem sie ihren Anteil gekauft hat, auch die Zwangsversteigerung eingeleitet hat. Und die einfach dazu dient, die Erbengemeinschaft sozusagen aufzulösen und somit auch die privaten Eigentümer hier zu verdrängen. Dieses Vorgehen, was die Sala Grand leider nicht zum ersten Mal macht, hat leider Methode. Aber zum Glück sind wir jetzt, ist das Kind noch nicht in den Brunnen gefallen in unserem Fall. Wir haben schon 2-3 Viertel Mal Glück gehabt. Zum einen haben wir, wie Friedrich gerade schon gesagt hat, überhaupt durch einen Zufall erfahren, dass das Haus zwangsversteigert werden soll. 2 Tage vor dem eigentlichen ursprünglichen Versteigerungstermin haben wir davon erfahren, und dann wurde eine Gerichtsbeamtin krank, sodass das Versteigerungsverfahren verschoben werden musste auf den 23. August. Und diese Erkrankung hat uns also dieses wunderbare Zeitfenster geschenkt, in dem wir jetzt losgestiefelt sind und recherchiert haben und uns auch auf die Suche nach einer Genossenschaft gemacht haben. Und das wäre jetzt also der 3. Glücksfall, so er denn realisiert werden würde, wenn uns nämlich diese Genossenschaft erwerben würde, wenn die Eigentümergemeinschaft, die Erbengemeinschaft und die Sala Grand sich darauf verständigen könnten. Das ist unser Ziel, darin setzen wir unsere Hoffnung und unsere Energien. Und das heißt, wir sind jetzt genau an einem Punkt, an dem eigentlich noch alles möglich ist und alle Beteiligte am Prozess auch noch gewinnen können. Die Hausgemeinschaft, also die Erbengemeinschaft, kann deshalb gewinnen, weil den lag unser, also wir Mietenden lagen ihnen am Herzen, die haben immer moderate Mieten uns ermöglicht und eine diverse Hausgemeinschaft ermöglicht. Die könnten beruhigt das Haus in die Hände einer Genossenschaft übergeben. Wir würden gewinnen, weil wir über eine genossenschaftliche Bewirtschaftung unseres Hauses unser Zuhause gesichert wäre, langfristig. Und sogar die Sala Grand könnte gewinnen. Und zwar würde die nämlich sicherlich immer noch mit mehr Geld in der Tasche aus der Karl-Kunger Straße rausgehen, wie sie reingekommen ist. Und sie könnte auch noch Karma-Punkte gewinnen. Und ja, wir haben gelesen auf der Homepage von der Sala Grand, dass dem Gesellschafter, der ist leidenschaftlicher Zen-Buddhist, eine Mitarbeiterin ist, engagiert sich in ihrer privaten Freizeit humanitär, leidenschaftlich. Also insofern liegt ihnen das Karma am Herzen. Und sie könnten jetzt, wenn sie die Zwangsversteigerung absagen würden und den Kauf durch die Genossenschaft zustimmen würden, könnten sie wahnsinnige Karma-Punkte sammeln. Das ist unser Anliegen. Genau. Wir bewegen uns jetzt rüber zur Krötzstraße 12, wo man ein Negativbeispiel seit 6 Jahren beobachten kann.
Dort wird uns Zosch ein bisschen was über die Situation dort drüben erzählen und werden dann rüber in die Republik wandern, wo wir uns gemeinsam dann den Film, den Dokumentarfilm Verdrängung hat viele Gesichter anschauen werden. Gut, dann würde ich sagen, wir ziehen gemeinsam los. Vielen Dank, dass ihr alle da seid.